Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Bevor es mit dem heutigen Video losgeht, muss ich euch noch was total Aufregendes erzählen. Vielleicht haben sie ja einige von euch schon gesehen, aber mein Kanal hat in der letzten Woche doch tatsächlich 10.000 Abonnenten erreicht. Also, ich bin total geflasht, das hätte ich mir nie träumen lassen. Das ist eine riesige Zahl für mich. Ich habe meinen Kanal vor 1,5 Jahren angefangen und da habe ich mir gedacht, oh, wenn ich mal in einem Jahr so an die 500 Abonnenten habe oder 1000, dann bin ich zufrieden. Aber das jetzt, das ist, also ich finde es total super, dass ihr alle hier zu mir gefunden habt, dass ihr euch für das interessiert, was ich euch zeigen kann. Ich sage herzlichen Dank und ich verspreche euch, es wird ein 10.000 Abonnenten-Special geben. Ich bin noch etwas am Überlegen, was es sein wird, aber ich hoffe, dass ich meine Jungmannschaft dafür begeistern kann, da mitzuhelfen. Vielleicht eine Tomatenverkostung mit den Tomaten hier aus dem Garten, wenn denn die Ernte gut ausfällt und die Braunfäule uns vom Leibe bleibt. Ja, aber das werdet ihr sehen, ich werde euch das wissen lassen und das wird sicher eine ganz tolle Sache. Zum heutigen Video möchte ich gerne einen Gartenrundgang, also einen Hochbeetrundgang durch den Küchengarten machen. Ihr wisst ja, ich gärtnere nicht nur in normalen erdnahen Beeten, sondern auch sehr viel in Hochbeeten und da ist es komischerweise total durchwachsen, wie der Ertrag, wie das Wachstum ausschaut und das möchte ich euch heute zeigen. Außerdem hat es Sturmschaden gegeben. In den letzten Tagen hat es wieder schrecklich geregnet und gestürmt. Wir haben unten auf unserem größeren Sitzplatz eine Platane als Schattenspender. Die haben wir zuerst als, wie nennt man das, als so Fächer oder Schirmplatane wachsen lassen mit einem Spalier und oben immer eingekürzt. Über die Jahre kam mir das dann so unnatürlich vor und außerdem wollten wir auch nach oben hin etwas Sichtschutz, weil direkt gegenüber von unserem Haus ist ein Wohnblock und damit die nicht immer meinem einen Sohn ins Zimmer schauen, wollten wir die Platane hochwachsen lassen, was wir dann auch gemacht haben. Also die ist ein traumhafter, großartiger Baum geworden, der auch für die Tierwelt wahnsinnig wertvoll ist. Aber anscheinend sind die Äste nicht besonders widerstandsfähig, weil wie es da letzte Nacht geregnet hat, sehr stark, ist einer der Hauptäste abgebrochen und ist dann auch noch auf eins der Hochbeete gestürzt. Das heißt, wir müssen uns in den nächsten Tagen darum kümmern, dass wir das in Ordnung bringen. Und wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir diesen Baum etwas auslichten, damit die Last oder der Widerstand, den der trägt, nicht so groß ist. Als erstes möchte ich euch hier das Tischhochbeet zeigen, das auf unserer Terrasse steht. Das haben wir ja erst dieses Jahr neu dazu bekommen. Da habe ich Kräuter und Salat drinnen. Aber ich muss euch sagen, mit dem Salat, also im ganzzeitigen Frühjahr ist der Salat hier wunderbar gewachsen, aber mit dem habe ich jetzt im ganzen Garten Probleme, weil er mir, also ich habe schon darauf geachtet, dass ich Sorten verwende, die für den Sommeranbau geeignet sind. Er bildet quasi keinen Kopf aus, sondern schießt gleich total in die Höhe und wird wahrscheinlich dann auch recht bald in die Blüte gehen. Also Salat aus dem Küchengarten leider nicht. Da muss ich mir wirklich überlegen, mehr recherchieren, was ich da anders machen kann. Vielleicht einen anderen Standort, aber es ist überall im Garten so. Dann habe ich hier einen Rosmarin, einen Hängerosmarin. Hier seht ihr ihn von der anderen Seite. Der gedeiht hier wirklich prächtig und bildet jetzt hier auch schon so hängende Ausläufer aus. Das ist wunderbar. Und daneben habe ich Petersilie großzügig ausgesät. Die ist jetzt auch schon schön buschig. Die hatte ich zwar auch in Platten vorgezogen, aber damit hatte ich dieses Jahr überhaupt kein Glück. Beim Auspflanzen sind die dann nachher alle eingegangen. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Also ihr seht auch bei mir, es klappt nicht alles. Und jedes Jahr ist es wieder anders, aber das macht die große Herausforderung beim Gärtnern aus. Hier sind wir nun bei Hochbeet Nummer 1, direkt neben unserer Terrassentür, die oben bei unserer Küche hinausführt in unseren Garten. Das ist dieses Jahr mein erfolgreichstes Hochbeet. Ich weiß nicht, woran es liegt, denn eigentlich, ja jetzt sieht man, es ist jetzt 10 Uhr am Vormittag.
Hier kommt die Morgensonne noch ein bisschen drüber, aber die verschwindet dann nachher hier hinten und kommt erst am Abend hier wieder her. Ich kann mir nur vorstellen, ich habe dieses Beet in diesem Jahr mit Pferdemist aufgefüllt, teilweise auch noch Bokashi eingearbeitet. Und dass das dann so einen Boost gegeben hat, finde ich natürlich wirklich klasse. Hier habe ich sogar schon einiges geerntet, zum Beispiel frühen Kaffeeol, also frühen Blumenkohl und auch schon Salat. Das natürlich, der ist ja immer recht zeitig dran, den kann man ja schon ganz früh im Jahr pflanzen. Und jetzt hat es so mitteljährliche Kulturen drinnen. Gestern konnte ich dann auch schon einen Brokkoli ernten. Da habe ich dann den Strunk stehen gelassen, weil ich mir denke, dass vielleicht aus den Blattachseln noch einmal ein paar kleine Röschen hochkommen. Schaut auf jeden Fall so aus. Ich warte mal ab, sonst ernte ich ihn auch. Also ziehe ich dann auch den Strunk noch heraus. Dann habe ich hier noch drei Rotkohlsorten, Rotkraut. Die bilden jetzt auch schon einen Kopf aus. Der ist schon recht schön hier. Man sieht trotzdem auch Schneckenfraßschaden. Aber ich hatte hier bis vor kurzem auch noch ein Netz drüber. Das heißt wenigstens keine weiße Fliege und auch keine Raupen des Kohlweißlings bis jetzt. Aber die werden dann in den nächsten Wochen sowieso abgeerntet. Da hoffe ich, ich habe das Schlimmste überstanden. Hier stand dann dazwischen noch der Kaffeeol, der Blumenkohl. Da habe ich jetzt Spitzkraut nachgepflanzt. Hier sieht man leider recht einen Schneckenfraß. Aber solange das Herz innen noch intakt ist, kann ich doch noch auf eine Kopfbildung hoffen. Ich denke, ich werde da jetzt einen Schneckenkragen drüber machen, um ihn vielleicht noch zu retten. Hier daneben sieht man rote Rüben, das ist eine längliche Sorte, die schauen auch schon recht gut aus, ich lasse sie trotzdem aber noch etwas wachsen. Die Ringelblumen, die ich dazwischen für das Auge und auch für die tiefen Bewurzelung des Beetes hatte, sind jetzt schon langsam verblüht, da werde ich Samen ernten. Das Spitzkraut ist hier wirklich auch wunderbar gekommen. Das ist eine frühe Sorte, eine schnell wachsende. Der Kopf ist wirklich schon wacker. Den werden wir auch nächste Woche ernten. Da habe ich noch einen zweiten, der ist ein bisschen kleiner. Diverse Brokkoli hier eben noch. Hier fängt schon das Röschen klein an. Dazwischen hatte ich auch noch Blumenkohl abgeerntet. Da habe ich versucht, Salat nachzupflanzen. Allerdings seht ihr ja, was ich hier für einen Schädling dazwischen habe. Na, Luki, bist du der Schädling? Ja, der liegt hier wunderbar gerne im Schatten auf der kühlen Erde, die ich dann größtenteils auch noch mit Rasenschnitt gemulcht habe. Und der drückt mir natürlich hier den Salat platt. Gell. Aber dir kann man irgendwie nicht böse sein. Hier neben dem Brokkoli, recht verwinkelt, sind meine Gemüsezwiebeln. Bin ich ja ganz stolz, in diesem Beet sind die großartig gekommen. Die sind schon richtig groß. Da freue ich mich, wenn ich die dann ernten kann das erste Mal. Und hier habe ich auch noch mal rote Rüben. Das sieht man auch schon, eine Knollenbildung. Ja, also wie gesagt, mit diesem Beet bin ich wirklich hoch zufrieden. Hochbeet Nummer 2 ist eher so eins meiner Sorgenkinder. Da will es nicht so richtig wachsen und wenn es dann mal wächst, dann schießt es schnell in die Blüte. Hier unter dem Netz habe ich noch Rotkraut. Vorher habe ich schon Blumenkohl abgeerntet, aber der ist nicht besonders groß geworden und wollte dann eben schon in die Blüte schießen. Der Rotkohl schaut so nana aus. Ich dünge jetzt recht kräftig und schaue mal, ob da die Kopfbildung noch etwas vorangeht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht durch die Platane ist, dass nicht genug Licht durchkommt. Ja, die Sachen, die ich zur selben Zeit eingepflanzt habe wie oben in Hochbeet Nummer 1, sind hier eher noch mickrig und verkümmert. Da habe ich zum Beispiel ein bisschen rote Rüben drinnen, die sind noch recht klein. Mangold, da ist ja noch wirklich überhaupt nicht viel zu sehen, ein bisschen Lauch, aber das war es auch schon. Was recht gut wächst, ist hier der Malabar-Spinat. Den mache ich jedes Jahr sehr gerne. Das ist ein wunderbarer Sommerspinat, der
sich endlos in die Höhe rankt, dekorative kleine Blüten ausbildet und die fleischigen Blätter sind im Salat besonders schmackhaft, aber auch in jeder Gemüsepfanne oder auf der Pizza oder auf dem Flammkuchen. Also für mich ist das ein fester Bestandteil, vor allem für kleine Gärten, da er in die Höhe rankt und dadurch recht platzsparend ist. Hier habt ihr nun einen Blick auf Hochbeet Nummer 2. Und da seht ihr schon den großen abgebrochenen Ast, der hier direkt auf das Hochbeet draufgestürzt ist. Hier ist die Bruchstelle. Das ist doch ein ganz schöner Oschi. Und der Geschichte müssen wir jetzt zu Leibe rücken. Gell, Luki? Jetzt haben wir es geschafft, hier den Sturmschaden an der Platane zu beseitigen. Wir haben auch noch zusätzlich ein paar große, tiefhängende Äste ausgeschnitten, damit hier ein bisschen mehr Sonne durchkommt. Und mein Mann ist ja recht groß mit seinen 1,94 Meter. Da sind ihm ein paar, also er ist mit dem Kopf immer schon wieder an die Äste gestoßen. Man merkt das jetzt auch gleich, wie jetzt hier die Sonne auf die Beete scheint. Denn auch Hochbeet Nummer 3 ist eher ein Sorgenkind. Ich habe hier am Rand eine Gurke drinnen, eine Schlangengurke. Da ist jetzt die erste Frucht dran, also das ist auch eher langsam am Gas geben. Normalerweise haben wir immer Gurkenschwämme. Vielleicht liegt das auch wieder am großen Schädling, der hier die Blätter benagt, weiß man nicht. Kohlrabi habe ich hier drinnen, an anderen Stellen meines Gartens habe ich schon viel früher Kohlrabi geerntet als hier in diesem Beet. Ich hatte auch Fenchel hier drinnen, der hat gar keine Knolle ausgebildet, sondern ist sofort nur er ist richtig ausgetrieben. Hier sieht man noch so ein Exemplar, das Grün haben wir trotzdem in den Salat oder in Pfannen gegeben, aber unten das Ausgetriebene habe ich unseren Degus gebracht. Die freuen sich natürlich über frisches Gemüse aus dem Garten. Rote Rüben ebenfalls, die eher klein geblieben sind. Dann habe ich hier die Studentenblume ausgesät. Die kommen jetzt erst so richtig in Schwung und Salat. Und das ist, ich weiß auch nicht, in diesem Beet habe ich eine Schneckenplage, vor allem hier hinten, wo es noch schattiger geworden ist. Also der ist zernagt, gestorben. Also eher ein Trauerspiel. Da werde ich die nächsten Jahre eher mir überlegen müssen, was ich hier mache, was ich hier pflanze, wie ich doch noch eine ertragreiche Ernte bekommen kann. Aber ich erhoffe mir jetzt doch etwas durch das Zurückschneiden der Platane und dass hier mehr Sonne draufkommt. Hier in der Mitte unseres Gartens haben wir ja auch noch so eine Zinnbadewanne. Das kann man jetzt nicht so wirklich als Hochbeet einreihen, obwohl andererseits es ist ein Behälter, der erhöht steht und keinen direkten Bodenkontakt hat. Also für mich zähle ich es jetzt doch zum Hochbeet. Da habe ich ja in diesem Jahr Kartoffeln eingesetzt, die ich im Keller vergessen hatte. Das war eine kleine Ernte vom letzten Jahr. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier passiert ist. Es hat natürlich bei uns recht geregnet und gestürmt die letzten Wochen und das Kraut war zuerst richtig buschig und wunderbar und jetzt ist es total eingefallen, teilweise schon braun. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Zeichen, dass die reif sind, dass ich sie rausholen kann? Es treibt jetzt hier teilweise an den alten Trieben wieder aus. Die Kartoffeln schauen auch ein bisschen heraus, aber die herausschauen, sind eher mickrig. Vielleicht könnt ihr mir da ja einen Tipp geben, was mit diesen Kartoffeln passiert ist. Soll ich die jetzt ernten? Soll ich noch zuwarten? Ich habe keine Ahnung. Ja, so ist das Gärtnerleben. Ein ewiges Probieren und Erleben. Hier sind wir nun bei meinem Gewächshaus Hochbeet, das wunderschön durch ebenfalls wieder kernlose Trauben überwachsen wird. Dann habe ich hier im Hintergrund eine
Tomate stehen, also drei Pflanzen, der Dattelwein, das gibt herrliche kleine gelbe Träubchen, reichlich. Es ist eine späte Sorte, das heißt, so kann ich meine Tomatenernte ein bisschen in die Länge ziehen. Die kommen hier richtig gut, die lasse ich als Busch wachsen, weil sie dann am meisten trägt. Und da die Trauben dieser Tomätchen eher klein sind, kann das die Pflanze gut aushalten. Dann habe ich hier wieder Blumenkohl, Kaffiol, da habe ich auch schon geerntet, der kommt hier ganz gut. Dazwischen etwas Knollensellerie, der etwas bisschen verhalten wächst und reagiert. Neuen Kohl habe ich schon ausgepflanzt, aber da sehe ich gerade, da war wieder die Schneckenbrigade dran und hat mir die Herzen ausgefressen. Naja, dann werde ich es hier drinnen vielleicht mal mit Salat versuchen, aber dann mit Schneckenkragen. Das war es auch schon mit dem kleinen Exkurs durch die Hochbeetwelt des Küchengartens. Wie läuft es denn bei euch so mit den Hochbeeten? Ist es auch so durchwachsen wie bei mir? Ich muss wirklich über die nächsten Jahre beobachten, woran das liegen kann, was ich dagegen tun kann. Weil im letzten Jahr zum Beispiel hatte ich in Hochbeet Nummer 1, in dem es dieses Jahr so gut wächst, fast überhaupt keine Ernte. Und in diesem Jahr explodiert alles. Also wahnsinnig interessant, die Veränderungen über die Jahre mitzuerleben und zu beobachten. Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche auch wieder vorbei auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen rauf. Das hilft meinem Kanal immer sehr. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Viel Sonnenschein, aber trotzdem auch noch genug Regen. Macht's gut. Bis dann.